Ein Kissen. Können wir das mitnehmen? Oder vielleicht, nee, erstmal reden natürlich. Ja, sobald ich hier raus bin, rede ich erstmal eine Woche mit den Kissen. Das ist eine gute... Nee, das riecht nach Dr. Marcells Aftershave. Gute Maßnahme, wollte ich sagen. Wieso riecht das Kissen nach dem Aftershave? Wieso schmiert er sich denn den Aftershave auf die Knie eigentlich? Mit den Milchzähnen reden. Der Mund dazu fehlt. Können wir die nehmen? Können wir die nehmen? Nein, das finde selbst ich pietätlos. Ach, ein paar Zähne mit rumschleppen, das kann doch nicht schaden. So Ersatzzähne, der Alfred brauchst du auch eh nicht mehr. Sie scheinen keinen Hunger zu haben. Na, Hauptsache, das ist nicht pietätlos, ne, Edna? Na, Mensch, ich verklick mich ja immer. Moment, nochmal. Jetzt benutzt doch den Telefon. Hallo? Spreche ich mit der Zahnarztpraxis? Ja? Wer ist denn da? Hier ist Dr. Marcel. Ich würde gerne all meine Zähne durch Brokkoliröschen ersetzen lassen. Kein Problem. Wir erledigen das, wenn Sie das nächste Mal bei uns unter Narkose stehen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Rosenkohl. Alter, wabbliger Rosenkohl. Igitt! Da hab ich wohl tatsächlich einen erwischt. Puh. Ja, einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Alfred hat noch tagelang geweint. Und sein Vater war auch nicht gerade glücklich. Vielleicht erklärt das langsam, warum der Vater uns ein bisschen gehasst hat. Ach komm, den Schlüssel probieren wir auch mal. Der war nur für die Tür. Ach so, ja gut, dass du es sagst. Da bin ich ja beruhigt. Ja, einen davon hat... Wenn Alfred... Huch, was? Aufgewacht? Was, normal? Ja. Wenn Alfred nicht aufgewacht wäre, hätte ich vielleicht noch einen geschafft. Dass er überhaupt noch Zähne übrig hatte? Ja, einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Ich wollte unbedingt herausfinden, ob er nochmal nachwächst. Okay, so langsam? Ja, einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Den roten Fleck konnte man noch Monate später sehen. Mann, war Dr. Marcel sauer. Dass der Alfred überhaupt noch Zähne hat, ist doch ein Wunder. Ja, einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Es war nicht ganz der richtige, aber für einen ersten Versuch fand ich mich ganz gut. Nur Dr. Marcel war unzufrieden. Verstehe ich gar nicht, wenn man seinem Sohn nach und nach alle Zähne aus dem Hals holt. Auch eine interessante Idee, Cocktails zu verzieren. Kannst du ja mal dem Typen Bescheid sagen in der Bar. In diesem Bild verheddert sich Captain Unbrauchbar in seiner Zahnseide. Nein. Das ist ihm niemals passiert. Das erledigen die Forensiker. So, ich probiere einfach mal wieder alles durch, ne? Kennt er ja. Ich will die nicht umfüllen. Ich will die nicht mitnehmen. Ich will mich eigentlich gar nicht mehr mit denen beschäftigen. Ja, tut mir leid, aber du bist ja gerade im Computerspiel und musst. Was hältst du davon, Harvey? Es ist unhygienisch, es ist eklig und das gefällt mir trotzdem nicht. Bin ich etwa krank? Oh, armer kleiner Harvey. Ja. Einen davon, nur dass der vorher meine... Oh. Nochmal ganz kurz. Ja, einen davon habe ich damals auf eine ähnliche Weise rausbekommen. Nur dass der Stuhl noch ganz war. Vorher meine ich. Einfach schön. Um es genau zu nehmen, es waren zwei. Aber der zweite war nicht geplant. Ich hatte einen Monat Hausarrest. Ich glaube, die hat dem Alfred einfach alles in die Fresse geschoben. So, ich habe sie nummeriert. Das war überfällig. Sehr gut. Können wir die Urne? Können wir mit der Urne reden? Hallo? Jemand zu Hause? Na, wer wohl? Alfred! Oh. Ach, Alfred, was ist nur passiert? Ha! Edna, Edna, Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh, ich meine natürlich, wenn du nicht schon tot wärst. Ach ja, können wir nicht die Urne mitnehmen? Nein, ich will keine Altlasten mit mir herumschleppen. Also dein Freund Alfred. Das hängt da ganz gut. Kannst du dem vielleicht ein Bart malen? Das klappt so nicht. Natürlich klappt das. Das klappt so nicht. Natürlich klappt das. Jetzt stell dich doch nicht so an. Können wir irgendwas anderes? Das klappt so nicht. Okay, hier können wir offenbar sehr wenig machen. Das klappt. Hm.
Da ist noch ein Glas mit bestimmtem Auge oder sowas. Keine Ahnung, ich kann das hier gar nicht so richtig erkennen. Die Urne vielleicht mit Topflappen. Die Warzen, die man vom Grinsefrosch bekommt, gehen sogar durch den Topflappen durch. Trotzdem war er kein schlechter Mensch. Oh, ach Edna. Nein, er war zwar ein Idiot, aber das hat er nicht verdient. Och, Edna, vielleicht Senf. Nein, er war zwar ein... Na gut, vielleicht Telefon. An dem Ort, an dem er jetzt ist, wird er wohl kaum ans Telefon gehen. Das knisternde Feuer ist zu laut. Du meinst, Alfred ist in der Hölle? Bis eben habe ich mich noch drauf gefreut. Ich erinnere mich jetzt wieder, wie ich ihn damals immer mit Spuckekugeln geärgert habe. Die Kotzkröte konnte sich in 3 Oktaven über mich beschweren. Ach ja. Ich glaube fast, die Edna war verliebt. Alfred konnte seinen Kleiderschrank in 5 Minuten aufräumen. Ich konnte ihn in 5 Minuten wieder in totales Chaos verwandeln. Wir waren ein prima Team. Och, ach Mensch. Die Warzen, die man vom Gehen sogar trotzdem... Hä? Das war doch der Schlüssel, nicht der Topflappen. Nein, er war zwar ein Idiot. Vielleicht mit der Gabel? Nein, er war... Na gut, vielleicht mit der Schere? Nein, er ist... Na gut, vielleicht einen Cocktail bestellen. Ich glaube nicht, dass er noch Durst hat. Der will nichts mehr lesen. Er stand sowieso auf Lehrbücher. Irgendein schreckliches Unrecht ist hier geschehen. Ich werde es aufdecken. Und wir sind mit dabei. Komm, vielleicht einen Topf umfüllen. Wir könnten ihn hier reinfüllen und mit rausschmuggeln. Nein, Harvey. Er sollte bei seinem Vater bleiben. Auch wenn der Vater so eine Mistkröte ist? Guck mal, Harvey. Alfreds Urne. Eine Urne für die Unke. Du weinst doch nicht etwa um den Grinsefrosch? Nein, natürlich nicht. Och, Menno. Da wird mir gleich ganz blümerand. Nein, er ist... Na gut, wir können hier also nichts verunstalten. Können wir hier vielleicht noch das Hausaufgabenbuch damit reden? Du, Alfred... Ich habe schon wieder meine Hausaufgaben vergessen. Lässt du mich abschreiben? Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna will schon wieder abschreiben! Psst, du verräterischer Stinkstiefel! Können wir das mitnehmen? Mist, Sicherheitsglas. Können wir vielleicht... Nein, bleib hier. Können wir vielleicht... Können wir offenbar nicht. Können wir vielleicht das hier? Nein, niemand hat... Und nein. Na gut. Der Drachen. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Der sagt mir nicht viel. Können wir den mitnehmen? Der Wind ist ungünstig. Ist doch egal. Können wir vielleicht Ketchup? Nein. Und nein. Anspucken? Nein. Niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung mit Spuckekugeln beschießen? Nein. Auch das nicht. Ich glaube, wir können ja allgemein nur sehr wenig machen. Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey? Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Na gut, dann suchen wir weiter. Wie wär's mit dem schönen Fahrrad? Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Ich hoffe, du hast dich trotzdem gefreut. Huch. Ich verklick mich heute ständig. Sieh mal, Edna, Edna, wie ich fahre, ich fahre! Lässt du mich auch mal fahren, Alfred? Sieh doch, Edna, Bremsspuren, Bremsspuren! Ich will auch nur ganz kurz fahren. Sieh doch, Edna, freihändig, freihändig! Ich glaube, der war wirklich ein bisschen bekloppt. Kann das sein? Nein, ich bin darüber hinweg. Okay, wie hinweg bist du denn darüber? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung durch ein tomatiges Aroma bereichern? Nein. Und vielleicht durch ein senfiges Aroma? Nein, niemand hat das Recht, Und was ist mit Erinnerung die richtige Schärfe zurückgeben? Klingt gut, aber nein. Ach schade, wir können auch gar nichts machen hier mit den Erinnerungen. Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter.
Sehen wir uns noch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Gut, die haben wir ja schon gefunden. Können wir eigentlich hier übrigens mal ganz nebenbei? Na also, es geht doch. Jawohl. So. Einmal komplett zusiffen, dann kann sich Dr. Marcel das nächste Mal richtig schön reinknien. So, leider haben wir kein Stinkgetränk mehr dabei, aber das muss erstmal so reichen. Chipskrümel haben wir auch nicht mehr. Unterschriften fälschen. Ich glaube, hier haben wir soweit durch. Ich frag mal gerade Poki, was er von der aktuellen Sachlage hält. Ach ja, der Schrein mit Alfreds Devotionalien und seiner Urne. Glaube ich, der erste Raum, wo man Alfred so richtig kennenlernt und wo man ihn so richtig schön zu hassen lernt. Aber auch natürlich eine sehr emotionale Szene, wenn sich Edna zum ersten Mal Alfreds Bild anguckt und halt irgendwie ihre zwiegespaltenen Gefühle zu ihrem alten Spielkameraden deutlich werden. Aber ich mochte das immer, also Mike ist sowieso einer meiner Lieblingssprecher, nicht nur, weil er neben Alfred auch den Droggelbecher spricht, sondern weil er mit seiner quietschigen, nervigen Stimme so unglaublich Gas geben kann. Und wenn er hier irgendwie, guck mal, na, ich fahre, dann möchte man die am liebsten einen in die Froschfresse hauen. Deswegen gefallen mir auch besonders gut die ganzen Gespräche mit den Fotos, mit Baby Alfred und Alfred beim Ballettunterricht und vor allen Dingen aber auch, wenn man sich mit dem Bild unterhält, wo Alfred seinen Beamten-Schneemann ganz oben links gebaut hat, sogar mit Schlips. Da singt dann Alfred das Lied Let's Build a Snowman und das kommt tatsächlich aus dem Film Cannibal the Musical. Das ist der allererste Film der South Park-Macher, als sie noch zur Filmschule ging. Glaube ich, nicht besonders bekannt, der Film, aber unglaublich sehenswert. Guckt ihn euch an. Guckt euch den Film an. Alfreds Kuscheltier Putzi nimmt eigentlich die tragende Idee vom Edna-Nachfolger Harveys neue Augen vorweg. Hier an dieser Stelle hatte ich schon die Idee von dem gruseligen Kuscheltier, das mit seinen rot leuchtenden Augen halt einfach als Gegenpart zu Harvey sehr gruselig ist. Ich habe neulich gerade erst so mein allererstes Story-Dokument zu Harveys neue Augen wiedergefunden, wo ich noch geschrieben habe, dass die roten Augen, die Harvey halt angenäht wurden, dass die tatsächlich Putzis Augen sind. Es wird ja auch nie im Spiel angesprochen, dass es nicht so ist. Also vielleicht hat Dr. Marcel, der Harvey ja irgendwie umgenäht haben muss, Putzis Augen auf Harvey genäht. Vielleicht. Putzi will Harvey töten. Ja. Und wieso? Aber dazu müsste Dr. Marcel ja ein Verständnis für die Psychose von Edna haben und auch wissen, dass der Putzi böse. Ja, egal. Könnte man eine Geschichte drumherum stricken. So, was aber jetzt hier der alte Spoilermann natürlich wieder. Reden wir doch mal mit den Fotos. Ich habe da gerade eine super Idee, die mir gerade ganz zufällig eingefallen ist. Na, Breitmaul-Dämlack, bist du stolz auf deinen Schneebeamten? Let's build a snowman. Snowman building is fun. We can name him Bob. Or we can name him Sean. We can build him tall. We can build him not so tall, Snowman. Ah ja, okay. Also Film angucken. Wie war das? Cannonball, Pipapo? Schon vergessen. Hey, Baby Alfred. Baby Alfred will Brei. Dein Ballettkostüm ist peinlich, Alfred. Sieh nur, Edna, ich tanze. Ich glaube, der war wirklich mental herausgefordert. Der hat irgendwie den Schuss nicht gehört oder irgendwas. Irgendwas ist doch mit dem schräg, mit dem Jungen. Ja, da sind wir jetzt wieder raus. End the big question ist natürlich, was geht zu Trepp... Was? Geht zu Treppab? Ja, gehen wir mal zu Treppab. Hier ging's, glaube ich, in die Küche. Wo ging's denn nochmal? Ich guck nochmal ganz kurz. Wo ging's denn nochmal? Ich geh mal ganz kurz da hinten lang. Dann hier durch. Ging's da noch irgendwo anders hin? Da waren wir doch im Waschkeller, ne?
Das Schloss. Ach, hier kann man auch noch hingehen. Ach, sieh mal eine an. Wo kommen wir denn da? Ach nee, wir kommen jetzt wahrscheinlich wieder... Ah, stimmt. Genau, da hätten wir ja gleich da lang gehen können. Gehe zu Gang. Aber wie kriegen wir die Schlösser auf? Doch nicht... Ach, dafür brauchen wir den Generalschlüssel. Der passt hier nicht. Natürlich nicht, weil wir le Schlüssel de General brauchen. Und den kriegen wir nur von Freund Blase. Gab's hier hinten noch irgendwas? Pinnwand, Treppe, Tür. Hier ist noch eine Tür. Aber hier ist immer noch... Die Waschmaschine. Wieso können wir denn hier nicht durch die Tür und hier nicht durch die Tür? Das ist eigentlich ein bisschen schade. Allgemein können wir nicht hier runter. Allgemein sind wir da gerade runtergestiegen.